Hallo, servus, ich bin der Patrick. Ich stelle euch heute das Gebiet rund um den Berlin-Kopf vor. Und wir beginnen mit der Piste Nummer 40, die zur Gampenbahn runterführt. Gut, wir sind jetzt von der Idalb über die Piste Nummer 2 runter ins Höllkart fahren, dann mit der C2 der Höllkartbahn hoch und jetzt sind wir direkt vor der Berlin-Kopfbahn, mit der wir hoch auf den Berlin-Kopf fahren und uns dort mal das Panorama anschauen. Hier am Berlin-Kopf haben wir ein Wahnsinnspanorama. Wir sehen das ganze Fimbertal hinein bis hin zum Fluchthorn, einem der markantesten Berge hier bei uns im Gebiet. Wenn wir runterschauen, sehen wir schon die Piste Nummer 40, die ich euch dann vorstellen werde, die runterführt bis zur Gampenalm. So, da, am Anfang ist die Piste ein bisschen schmäler. Da sind immer recht viele Leute, weil es ist auch das erste Stück der Talabfahrt nach Samnaun. Versucht ein bisschen kürzere Schwinge zu fahren und am Rand der Piste zu bleiben. Natürlich auf die anderen Skifahrer Acht geben und dann habt ihr da überhaupt keine Probleme. So, jetzt sind wir an der EU-Außengrenze angelangt. Links runter befindet sich der Duty Free Run, die Piste Nummer 80 runter nach Samnaun. Oder rechts runter die Piste Nummer 40, eine der schönsten Abfahrten in Ischgl, zur Gampenbahn. Versucht auf der engen Piste alles im Auge zu behalten, falls jemand stürzt, dass ihr rechtzeitig ausweichen könnt. Da vor uns haben wir jetzt ein schönes flaches Stück. Hier kann man ganz toll für die Kaffinger-Anfänger die ersten Übungen einbauen. Ich zeige euch jetzt die Übung, nennt sich Knierollen. Damit versuchen wir das Kanten zu lernen und nur durch Umkanten im Kniebereich von einer Kante auf die andere die ersten Kaffing-Schwünge zu ziehen. So, da, wir versuchen durch ganz leichtes Umlegen der Knie die Ski auf die Kante zu bringen. Ganz leicht das Gewicht verlagern. Gewicht ist immer am Talski, aber auch der Bergski ist mitbelastet. Hier endet die Piste Nummer 40 an der Talstation der Gampenbahn inmitten des Fimbertals. Hier ist noch ein kleines Bistro, da man sich stärken kann für die nächste Abfahrt und dann geht es gleich wieder hoch mit der Gampenbahn. Musik.